ich wollte eigentlich schon immer Landwirt werden, weil schon früher war ich immer bei meinem Onkel halt mit dabei auf dem Hof. Ich wollte zum Beispiel nie in den Kindergarten gehen, weil ich wollte lieber beim Onkel dabei sein, was der halt auf dem Hof und so alles macht. Weil ich habe immer Angst gehabt, dass ich was verpasse. Und da war es mir eigentlich früher schon klar, ganz am Anfang, wo ich den Hof gekriegt habe, war das alles ziemlich komisch noch. Also da habe ich das gar nicht so gedacht, dass das jetzt alles schon mir gehört. Bin einfach ganz normal in den Stall gegangen, habe meine Arbeit halt gemacht. Nach einer Zeit, wenn dann zum Beispiel Rechnungen kommen oder solche Sachen oder Milchgeldabrechnung, wo dann dein Name draufsteht, das ist dann schon was anderes. Und dann mit der Zeit kommt es dann auch, dass man jetzt dran denkt, dass das dir gehört und das machst du jetzt auch für dich und für die Zukunft. Also wo es sicher war, dass ich dann in Landwirtschaft einsteigen will. Beim Onkel haben viele halt gesagt, dass das eher komisch ist. Da kommen dann auch manchmal so Kommentare oder so, ja, willst du wirklich Bauer werden? Die wissen halt dann oft nicht, was das alles mit dem Beruf halt auf sich hat und dass das nicht immer nur so Arbeiten sind wie im Stall, bei den Kühe Scheiße hinten zum Beispiel wegzutun und so. Das hat auch vieles, viel Positives halt und das sehen die halt oft nicht. Also am meisten Spaß macht man eigentlich, dass man bei allem dabei ist. Gerade draußen, also beim Düngen von der Wiese, bei der Ernte, bei allem, man weiß, wie das aufwächst und was man reinstecken muss. Umgang mit Tieren, das gefällt mir auch gut, weil die geben einem auch immer ein bisschen was zurück. Wie es Zukunft ausschaut für uns, ich sage mal so, wenn das einem Spaß macht, dann sollte man das auch machen. Wenn jetzt der Milchpreis noch weiter runtergeht, dann wird es irgendwann wirklich schwierig. Also man hat ja auch einige Ausgaben als Selbstständiger. Man weiß nie, was kommt, aber man braucht ja die Milch. Also ist ja ein wichtiges Lebensmittel. Ja, man denkt jetzt nicht gleich, dass das vielleicht so arbeitsintensiv ist. Weil Kühe wollen halt immer was zum Fressen haben, jeden Tag. Und man muss die auch jeden Tag melken. Und an das denkt man vielleicht als Kind jetzt noch nicht. Man sieht, dass man jeden Tag mit dem Traktor rumfährt und so, aber das ist es halt dann doch nicht ganz.